heruntergefahren. Heute ist der falsche Tag, um mich zu nerven. Wie kann ich Ihnen dienen, Captain? Aktiviere Kampfprotokoll. Was zum Teufel soll das? Hallo. Okay, zeig, was du drauf hast. Aktiviere Kampfprotokoll. Ich sag dir doch, bleib in Deckung! Runter! Sie kommen durch das Depot! Das greifen wir sie an!
Schrott mit. Bin getroffen! Energie auf Befehl. Einfach unfassbar. Das wird böse für dich enden. Hm.
wechseln wir das Thema. Kein Problem. Wie ist die Crimson Scar zur Crimson Fleet geworden? Nach meinem Ausbruch aus dem Schloss wollte ich die nächste Stufe zünden. Ich hatte den Schlüssel, ein paar UC-Schiffe und ein paar Dutzend Ex-Knackis. Aber ich brauchte noch mehr. Also ließ ich das verbreiten und schon kamen bald Piraten aus allen Winkeln der besiedelten Systeme zu mir. Und so ist die Crimson Fleet entstanden. Ganz genau. Der Schlüssel wurde zu unserer Operationsbasis. Wir brachten Monate damit zu, die Verteidigungsanlagen zu verbessern. Wie reagierten die UC auf die Situation? Zunächst einmal gab die UC Security auf und ließ die großen Jungs ran, die UC Navy. Die Navy griff den Schlüssel an. Ich würde sagen, es gab in den letzten Jahren wohl 3 große Angriffe. Und wie unschwer an der Tatsache zu erkennen... Du hast mir das angetan. Glaubst du, dass die... Ich kann tausende Credits in Sekunden verschlüsseln und neu kodieren. Aber sowas Simples... Das habe ich nicht kommen sehen. Überhaupt nicht. Deinetwegen ist meine Bombe jetzt aktiviert. Und ich bin so gut wie tot. Ganz einfach. Sobald ich diesen Raum verlasse, explodiere ich. Ende der Geschichte. Also verhungere ich hier oder gebe auf und mach dem schnell ein Ende. So stellt die Crimson Fleet sich meine Strafe vor. Verzeih mir, wenn ich dich nicht beim Wort nehme. Du hast mich nämlich von Anfang an belogen. Ich hab dich gut bezahlt, dich mit Respekt behandelt und dir mehr als einmal Ärger vom Hals gehalten. Schau mir in die Augen und sag mir, warum du das zugelassen hast. Wenigstens das schuldest du mir. Muss ich das wirklich erklären? Es gibt einen großen Unterschied zwischen Unehrlichkeit und Ehrlosigkeit. Ich erwarte nicht, dass du hier bleibst und dir mein ziemlich spektakuläres Ende anschaust. Warum verschwindest du nicht einfach und lässt mich in Ruhe sterben? Nach allem, was ich gesagt habe, würdest du mir trotzdem helfen? Ich muss ein totaler Idiot sein, weil ich dir glaube, obwohl es keinen Sinn ergibt. Die Bombe kann nur an Delgados Computer im Operationszentrum deaktiviert werden. Wahrscheinlich brauchst du seine ID, um reinzukommen. Ich weiß nicht, warum du mir hilfst, aber ich hoffe, das ist nicht wieder einer deiner Tricks. Macht nutzen.
nächstes Mal. Sternstation bei Voli, die du kurz vor deiner Verhaftung zerstört hast, richtig? Ja, das sollten die Leute glauben. Aber die Wahrheit ist sehr viel düster. Es gab auf dem Rad ein Feuergefecht. Wir hatten uns verschanzt, aber die UC Security entfesselte die Hölle. Sie richteten katastrophalen Schaden an. Wir ergaben uns nur, damit die Station nicht explodiert. Tja, die UC sagen, ihr hättet Sprengladungen gelegt, um eure Spuren zu verwischen und zu entkommen. Das ist ihre Geschichte. Was wirklich geschehen ist, muss dir wohl dein Bauchgefühl sagen. Jedenfalls haben sie uns verhaftet und ins Schloss geworfen, ihr schickes Resort auf Suvorov. Und wie lange warst du dort inhaftiert? Tja, es sollte lebenslänglich sein, Gale. Aber ich hatte nur 2 Jahre abgesessen, dann hatte ich genug. Hast du den Aufstand, der zum schlimmsten Gefängnisausbruch in der Geschichte der UC führte, aus einem speziellen Grund angezettelt? Oh ja, darauf bin ich ziemlich stolz. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Der Grund war ganz simpel. Die UC behandelten uns wie Tiere. Die Bedingungen im Schloss waren katastrophal und es war allen egal. Deswegen haben sie uns ja überhaupt auf diesen Eisball gesteckt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Dein Ausbruch hat zum Tod vieler Menschen geführt, die auf dem Schloss stationiert waren. Das könnte man als etwas extrem für einen angeblichen Protest ansehen. Wenn du dich nur für deine Mitgefangenen einsetzen wolltest, warum hast du nicht die üblichen Kanäle genutzt? Was zur Hölle hätte ich dann machen sollen? Mich schriftlich beim zuständigen Abgeordneten beschweren? Wach doch mal auf!
Die UC reagieren nur auf Taten, nicht auf Worte. Ich hatte keine andere Wahl. Reden wir nicht länger über das Schloss, sondern kommen endlich zum Grund für dieses verdammte Interview. Mich zur Vernunft bringen? Du hast doch den Verstand verloren. Was ist mit dir passiert? Du hattest Craigs Vermächtnis in den Händen und es dann weggegeben. Wofür? Ehre? Gerechtigkeit? Klar, als ob Ikande dich mit Credits überhäufen würde, wenn du deine Pflicht wie ein kleiner Spielzeugsoldat erfüllst. Mach mal halblang. Er wird dir höchstens eine Medaille anstecken und dafür sorgen, dass dein Bild bei SNN zu sehen ist. Jeder ist sich selbst der Nächste, was? Tja, vielleicht habe ich dir doch ein bisschen zu viel beigebracht. Auf Suvorov habe ich in dir erstklassiges Piratenmaterial gesehen. Du hättest zu den Besten gehören können. Und jetzt soll ich dir plötzlich glauben, dass ich die ganze Zeit über reingelegt wurde? Dass das irgendein abgekartetes Spiel war? Nein. Niemals. Sei doch einmal aufrichtig. Gib zu, dass du verleitet wurdest. Die Welt um mich herum bricht zusammen! Ich glaube, das gibt mir jedes nur bedenkliche Recht. Was ich auch sage, du hast keine Absicht, dich an unseren Pakt zu halten. Die hattest du noch nie. Ich habe den Schlüssel schon abgeriegelt und seine Reaktoren werden überlastet. Schon bald werden wir und jeder in der Nähe dieser Station vernichtet. Mal sehen, wie viel dir deine Loyalität zur Systev bringt. Arroganz ist unfassbar. Meinst du, ich mache das nur, um dich loszuwerden? Nein, ich weigere mich nur, die erste Person seit Jasper Kriggs zu sein, die der UC Systev die Station überlässt. Wenn das wirklich das Ende der Crimson Fleet bedeutet, sollen alle wissen, dass wir nicht kampflos untergegangen sind. Den Rest meines Lebens als Unbekannter in meiner Zelle schmore? Warum sollte ich das tun? Und ich soll vermutlich denken, dass es außerhalb meiner Gefängniszelle endet, nicht in ihr. Aber auch Gefängnistüren öffnen sich. Du hast es bemerkt. Und ja, Leute davon abzuhalten, dich hinterrücks zu erstechen, war nicht einfach. Vielleicht. Und dann würde ich nur ihre unerledigten Dinge aufräumen. Auch dich. Dich leben zu lassen, wäre vielleicht ein kleiner Sieg. Also schön. Ich fahre die Reaktoren herunter. Da die Legacy weg ist, treiben wir sowieso nur herum.
Doch bevor du mich von Ikande verhaften lässt, will ich dir zum Abschied noch was sagen. Ob du es weißt oder nicht, du bist ein verdammt guter Pirat. Es liegt dir im Blut. Irgendwann wird dich das alles einholen. Und ich warte dann in meiner Zelle mit einem Wissenden. Hab ich's dir doch gesagt.